IWB und WWF haben im Frühjahr 2016 eine Partnerschaft vereinbart, über 3 Jahre. Uns interessiert, warum haben diese beiden Akteure diese Partnerschaft vereinbart? Herr Velakot, welche Gründe haben für Sie den Ausschlag gegeben? Für uns war wichtig, dass IWB und WWF eine gemeinsame Vision verbindet, nämlich die einer vollständigen, nachhaltigen Energieversorgung, basierend auf Energieeffizienz und eben einer 100% erneuerbaren und naturverträglichen Energieversorgung. Warum ist IWB diese Partnerschaft eingegangen? IWB sind aus Tradition kernenergiefrei und der erneuerbaren Energien verpflichtet. Dank WWF erhoffe ich mir und ich bin sicher, dass wir da einen richtigen Partner haben, dass wir bessere Produkte haben, bessere Innovation und dass wir diese Transformation der Energiesysteme, wie sie im Moment stattfindet, von einer zentralen in eine dezentrale oder integrierte Welt besser hinkriegen. Sie haben die Erwartungen bereits angesprochen. Was bringt diese Partnerschaft, was soll diese Partnerschaft IWB bringen? Ich glaube, die Partnerschaft wird sehr davon abhängen, was wir daraus machen. Es geht um Innovation, es geht um neue Produkte, es geht darum, dass wir zum Beispiel uns überlegen, wie wir die Dekarbonisierung unserer Energieversorgung, die Klima, wie wir die hinkriegen, wie wir klimaneutrale Produkte machen, ohne dass die Leute darauf basieren, weniger Wärme haben. Der WWF ist angesprochen. Was, Herr Velakot, bringt die Partnerschaft Ihnen? Für uns ist wichtig, wir befinden uns weltweit in einer Transition im Energiesektor, weg von Fossilen, weg von Atom hin zu Erneuerbar und Energieeffizienz. Und da ist es wichtig, dass wir eben auch in der konkreten Arbeit mit Unternehmen zeigen, was möglich ist, also dass die Energiewende machbar ist. Das ist nicht einfach ein theoretisches Konstrukt, sondern das ist etwas, wo wir mittendrin stecken. Und mit einem Partner wie IWB können wir eben zeigen, was da möglich ist. Dieser Tatbeweis, der ist für uns unglaublich wichtig. Nun, Herr Thiel, könnte man einwenden, das alles könnte IWB ja auch ohne den Partner WWF machen. Wäre das möglich? Ich glaube, die Relevanz unserer Tätigkeit wird am Schluss auch zeigen, ob wir die gute Partnerschaft gewesen sind. Ich glaube, Sie als Umweltschutzorganisation haben sehr breites, vertieftes Wissen in der Ökologie. Wir beispielsweise sind von unserer Herkunft her Kraftwerksbetreiber, Kraftwerksbauer, Energieverteiler. Wenn wir unser Wissen mit dem Wissen von Ihnen zusammenbringen können, dann entstehen Lösungen mit Relevanz. Wenn wir sagen, wir wollen eine ökologische, erneuerbare Vollversorgung hinkriegen, das wollen alle. Die Frage, wie man das hinkriegt, hier brauchen wir die richtigen Antworten. Die Zusammenarbeit ist geprägt von einer Formulierung gemeinsamer Ziele. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Partnerschaft. Welche Ziele verfolgen Sie, Herr Velakot, mit WWF im Zusammenspiel mit IWB? Also für uns so das übergreifende Ziel, das ist eine vollständige, erneuerbare und naturverträgliche Energieversorgung. Und darauf schenken die verschiedenen Teilziele ein, die wir dann definiert haben. Da ist zum Beispiel erneuerbare Strom- und Wärmeversorgung in der Region mit klaren Anforderungen auch auf der Naturschutzseite. Wie bringt man diese zwei Sachen unter einen Hut, dass das miteinander klappt? Das ist eine Spannung, aber miteinander kann man das erreichen. Dann geht es um Sachen wie eben die Menge Ökostrom, die verdoppelt wird als Teil dieser Partnerschaft. Es geht darum, auch den Strom- und den Wärmeverbrauch kontinuierlich zu senken. Das war für uns ganz zentral, dass es nicht nur eine Umstellung auf erneuerbar, sondern wirklich auch dieses große Potenzial, das da ist in der Effizienz, dass auch das genutzt wird. Und letztlich geht es dann auch um Fragen eben der Zertifizierung auch von Kraftwerken, seien das eigene oder bei Werken, bei denen IWB beteiligt ist. Signale in die Branche, Signale aus der Branche, Dekarbonisierung waren die Stichworte, Herr Thiel. Welche Ziele verfolgt IWB mit dieser Partnerschaft? Also sind die Ziele, die Herr Velakot angesprochen hat. Wir wollen das Thema Dekarbonisierung als Chance nutzen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Zeit, wo man Kilowattstunden verkauft hat und mit der gelebt hat und Energieeffizienz war ein Business-Killer, das ist vorbei. Wir verdienen in einer künftigen Welt mit der Dienstleistung, mit der Effizienz, mit der erneuerbaren Energieproduktion. BWF ist ein Unterstützer für mich in der Produktentwicklung, in der nachfrageorientierten Unternehmensführung.